wie das Thema Icons in dem Kontext jetzt auch eine Rolle spielt, nämlich wie die Icons in den Dialog integriert sind. Ich darf euch auf die Bühne bitten. Oder soll ich noch ein bisschen überbrücken? Hallo? Ja, jetzt geht's. Hallo. Erstmal nochmal aus dem zweiten Teil dieses EHJ-Themen auch anwenden. Tim hat heute Morgen vieles schon erzählt, Indra auch schon so Themen, die sich jetzt natürlich bei uns auch nochmal wiederholen in der Anwendung und auch immer so mit immer noch dem offenen Fragezeichen, wie der richtige Weg eigentlich ist, das dann in der Praxis umzusetzen. Wir haben zwei Themen. Eins geht so um dieses Thema, was Indra hatte, responsives Zulauf. Weiter weg. Thema so responsives Design und wie gehen wir mit Typografie um. Und das zweite Thema nachher ist für die Münchner Verkehrsgesellschaft eine Anwendung, wo es darum geht, die Schrift, die damals gar nicht für mobile Sachen gedacht wurde, heute eben auch aufs Interface zu übertragen für eine Fahrinfo. Und da kommt auch das Thema, was wir eben schon hatten durch Markus mit den Icons, was uns einfach auch gerade genau beschäftigt. Ganz speziell ist das, was gerade Chris dargestellt hat, vielleicht wäre das ein Weg, dann sowas dann noch als Lösung weiterzutragen. Ich würde Wiebke vielleicht erstmal machen, die das Designprojekt hauptsächlich für das Helmholtz-Zentrum gemacht hat. Und Wiebke, vielleicht übernimmst du. Okay, danke Helmut. So. Ja, hier seht ihr eine Übersicht zu der Corporate Design Welt, die bis jetzt zum Helmholtz-Zentrum entstanden ist. Also Fünf Werken betreut die Marke Helmholtz-Zentrum München seit 2007 und das Helmholtz-Zentrum München ist also das Europas größtes Forschungszentrum und ich glaube in der Diabetesforschung eben die Nummer 1. Und ja, hier seht ihr von Print bis digital alle Produkte, die bei uns entstanden sind, auch bis zur Veranstaltungsausgestaltung und was hier noch nicht zu sehen ist, was sich aber in den Titel unseres Vortrags geschlichen hat, ist die App, die ist aber gerade noch in der Entstehung. Zum Projekt Redesign, Corporate Website, links vor dem Redesign, rechts nach dem Redesign. Das Ziel dieses Projektes war es also, diese umfangreichen inhaltlichen Angebote dieses Forschungszentrums klar und deutlich zu gliedern und zugänglich zu machen und vor allen Dingen auf den verschiedensten Ausgabegeräten zugänglich zu machen. Dann wollten wir natürlich auch ein möglichst modulares und gut handbares CMS dazu bieten, beziehungsweise da bestand auch der Kundenwunsch, dass das weiterhin mit Typo 3 gelöst wird. Und dann wollten wir natürlich die Website in unser Corporate Design eingliedern und das konnten wir am besten durch den Einsatz des Webfonts. Hier mal kurz zu unserem Team. Es gab also natürlich die Projektleitung, Betreuung. Dann hatten wir zwei Printdesigner, die eben den Jahresbericht im Print erstellt haben und dann auf der Grundlage der Corporate Website sozusagen noch einen digitalen Jahresbericht dazu geliefert haben. Und dann eben das Corporate Website Design Team. Zum Einsatz des Webfonts an sich. Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass wir bei jedem Kunden einen Webfont einsetzen können und dass das dann so einfach funktioniert. Also das ist eigentlich auch eine Besonderheit gewesen in diesem Projekt. Und wir hatten eigentlich auch keine großen Probleme damit. Wir haben letztendlich einfach die geeigneten Schnitte und Kontraste gesucht und dann im Browser entsprechend getestet. Und dabei kam eben raus, dass sich bei den zahlreichen Schnitten, die der FF Infotext Pro die bietet, dass sich zum Beispiel die Semi-Bold gegenüber der Bold oder der Medium besser eignet, weil sie eben zum Beispiel, was wir heute auch schon mal hatten, mit dem Punzen zulaufen, das trifft tatsächlich zu, dass es eben in manchen Browsern einfach zu fett aussieht und ja, letztendlich brauchen wir aber auch nur drei Schnitte, die man hier sieht.
zu unserem Responsive-Ansatz, dass die Website responsive sein soll, hat sich erst bei einem relativ weit fortgeschrittenen Konzeptstand ergeben, was natürlich nicht so ideal ist. Und ja, dafür hat es dann am Ende aber doch noch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Wir haben uns dann also für das adaptive Layout entschieden. Das heißt, unsere Module ordnen sich entsprechend vier Stufen neu an. Und hier sieht man diese Rasterstufen sozusagen. Ja, und hier sieht man dann das Resultat beim für den digitalen Jahresbericht, der eben, Herr Muth, kannst du mir kurz die Printversion geben? So. Genau, das ist die Printversion und hier drin sind eben an manchen Seiten QR-Codes vorhanden, die dann eben auf der Online-Variante ergänzende Inhalte anbieten. Und ja, entsprechend des Themas oder der Medienverfügbarkeit hat das Ganze noch eine Hülle bekommen. Okay. Dann vielleicht, um nochmal das responsive Raster zu zeigen. Das ist also jetzt das breiteste Raster und beim Skalieren sieht man eben, wie sich das Ganze dann verhält. Das ist die kleinste Stufe und unser Menü, unser Hauptmenü verschiebt sich dann über diesen Button sozusagen. Ja. So, nun haben wir, was wir heute auch schon oft gehört haben, eben mit diesem Responsive Design, zwar hier nur mal, es ist bestimmt auch nicht mehr die aktuellste Übersicht, die mobilen Geräte und die verschiedenen Auflösungen eben damit gut abgedeckt. Was dabei aber noch nicht berücksichtigt wird, ist eben, wie wir die Geräte eigentlich einsetzen. Also, dass man, was wir heute auch schon das eine oder andere Mal gehört haben, eben bei der Benutzung der Geräte ja ganz andere Leseabstände einnehmen. Was, wie gesagt, der Oliver Reichenstein in seinen Artikeln ganz gut beschreibt. Und ja, ich habe einfach mal versucht, eben für unsere Praxis jetzt die Faktoren rauszufiltern, die bei uns letztendlich noch zu einer Verbesserung führen würden, also was für uns eben ein Anspruch wäre, an unserer Seite noch zu verbessern. Und es wäre in diesem Falle, weil wir ja jetzt nicht nochmal einen komplett neuen Font eben dafür entwickeln wollen, sondern weil wir den schon eingesetzt haben, sind es Faktoren wie Schriftgröße, Zeilenabstand und Zeilenlänge. Und das sehe dann in der Simulation so aus, dass sich vor allen Dingen beim iPhone die Zeilenbreite nochmal verändert hat, weil ich finde, dass unser Raster da im Moment, also die Rasterbreite einfach zu klein ist. Und ja, Schriftgröße und Zeilenabstand sind auf jeden Fall größer geworden. Eine weitere Optimierung für das Projekt oder was schon während der Umsetzung schön gewesen wäre, wäre natürlich, wenn wir die Icons als Webfont herstellen hätten können. So haben wir sie tatsächlich in zwei Größen hergestellt, also einmal einfache und doppelte Auflösung. Und in einem anderen Projekt bei uns wurde das aber schon umgesetzt und dazu übergebe ich jetzt an meine Kollegen.